Angeln, Kanufahren, Wandern. All diese Dinge sind wichtig für ein schönes Familienwochenende, an das man sich gerne zurückerinnert. Aber die schönsten Erinnerungen an ein Campingwochenende ranken sich um das Essen im Freien. Vielleicht ist es die frische Luft oder der Duft des Lagerfeuers, das den Appetit anregt. Nichts schmeckt oder riecht leckerer als Essen, das über dem Lagerfeuer köchelt. Hi, ich bin Doug Miller, Outdoor-Enthusiast und Chefkoch des World Championship Dutch Oven Cook-Off, das jährlich in Logan im Bundesstaat Utah stattfindet. Kochen im Freien war nie leckerer und Kochen mit Lodge-Gusseisen war nie einfacher. Gusseiserne Dutch Oven gibt es seit Hunderten von Jahren und diese alten schwarzen Töpfe sind seit jeher ein fester Bestandteil der amerikanischen Geschichte. Von den Herdstätten der ersten Siedler zu den Lagerfeuern der Pioniere und Cowboys, überall standen Dutch Ovens und halfen, die Wildnis zu zähmen und den Westen zu besiedeln. Outdoorsmen schätzen seit jeher diese gusseisernen Töpfe wegen ihrer Vielseitigkeit, der gleichmäßigen Hitzeverteilung und der einfachen Handhabung. Kochen in Gusseisen ist nicht nur bei Campern und Outdoor-Fans populär. Auch Familien können damit beim Camping, im Garten oder auf der Terrasse kochen. Der gusseiserne Dutch Oven von Lodge ist sicherlich das vielseitigste Kochgeschirr, das Sie besitzen können. Der Topf mit 12 Zoll Durchmesser ist die populärste Größe und gerade richtig für Anfänger. Beachten Sie die drei Füße am Boden des Ofens. Mit diesem Dreibein-Design steht er perfekt auf der heißen Glut. Ohne Deckel ist es ein normaler Kessel, geeignet zum Kochen, Frittieren oder zum Aufwärmen von Speisen. Beachten Sie den Rand am Deckel. Dieser ermöglicht es, Kohlen direkt oben auf dem Ofen zu platzieren. So nutzen Sie den Dutch Oven zum Backen, Schmoren, Dämpfen oder Braten. Der Deckel selbst ist ebenfalls ein interessantes Kochgeschirr. Auf den Kopf gedreht wird er zur Pfanne. Perfekt für Würstchen und Speck, Pfannkuchen, Eier, sogar für Rösti. Mit diesen beiden Dingen, Topf und Deckel, wird jede Art von Kochen zum Kinderspiel. Sie können alles, was Sie zu Hause im Backofen oder auf dem Herd zubereiten würden, draußen im gusseisernen Dutch Oven kochen. Von der festlichen Vorspeise zum großartigen Dessert und natürlich herrliches Brot. Viele Menschen glauben, dass eine im Dutch Oven zubereitete Mahlzeit besser schmeckt und dem stimme ich aus vollem Herzen zu. Gusseisen verteilt die Hitze gleichmäßig und speichert sie, um Speisen warm zu halten. Der Deckel auf Ihrem Lodge Dutch Oven schließt dicht ab und hält so den Dampf und das macht das Fleisch so zart. Und Kochen in Ihrem Dutch Oven ist einfach gesünder, denn es reichert Ihre Nahrung mit dem Spurenelement Eisen an. Um mit Ihrem Dutch Oven zu kochen, brauchen Sie keine Feuerstelle anzulegen oder ein Lagerfeuer zu entfachen. Kochen Sie einfach mit Holzkohlenbriketts. Das macht das Kochen im Dutch Oven so viel einfacher, als es damals für die Pioniere war. Der Schlüssel zur richtigen Hitzekontrolle liegt in der Zahl der Holzkohlenbriketts. Verdoppeln Sie die Zahl auf Ihrem Dutch Oven. Diese Anzahl Briketts heizt Ihren Dutch Oven auf rund 180 Grad Celsius. Ich brauche für meinen 12 Zoll Dutch Oven 24 Briketts. Aber anstatt diese zu gleichen Teilen oben und unten zu platzieren, benötigen wir mehr Hitze von oben. Nehmen Sie daher drei der Grillbriketts von unten und legen Sie diese auf den Deckel. So haben Sie immer noch die gleiche Temperatur, aber Sie verhindern, dass Ihr Essen am Boden anbrennt. Somit hat Ihr 12 Zoll Dutch Oven 15 Kohlen auf dem Deckel und 9 unter dem Boden. Diese Broschüre, die mit jedem Lodge Dutch Oven geliefert wird, enthält alle notwendigen Informationen zur Temperaturkontrolle, plus einige großartige Rezepte. Lodge Dutch Ovens gibt es in einer Vielzahl von Größen, von dem 5-Zoll-Modell für eine Person bis zum 16-Zoll-Modell für 40 und mehr. Und wenn Sie dann ein richtiger Lagerfeuer-Chefkoch geworden sind, kochen Sie etagenweise. Nutzen Sie verschiedene Ofengrößen zur gleichen Zeit übereinander. Sie sparen Kohlen und kochen verschiedene Gänge zur gleichen Zeit. Neben Ihrem Dutch Oven benötigen Sie, um das Kochen einfacher und sicherer zu machen, einiges Zubehör. Der Deckelheber ermöglicht Ihnen, den heißen Ofen oder Deckel einfach zu handhaben. Mit dem Deckelständer können Sie den Deckel als Grillplatte nutzen oder während des Kochens sicher und sauber abstellen. Lange Zangen sind hilfreich, um heiße Kohlen zu greifen, und feuerfeste Handschuhe machen die heiße Arbeit ein bisschen bequemer. Der Holzkohlenkamin ist praktisch, um die Grillbriketts anzuzünden.
Sie müssen nur ein Blatt zusammengeknüllte Zeitung von unten in den Kamin stopfen und den Zylinder von oben mit ausreichend Holzkohlenbriketts füllen. Entzünden Sie dann die Zeitung. Sie erhalten einen kräftigen Zug und nach 10 bis 15 Minuten haben Sie einen Vorrat mit heißen Kohlen. Fertig zum Kochen. Diese Tragetaschen erleichtern den Transport Ihres Dutch Ovens erheblich. Wenn Sie beim Kochen am Lagerfeuer Fortschritte machen, möchten Sie vielleicht in einen Kochtisch oder ein Dreibein für das Lagerfeuer investieren. Dutch Ovens sind vielseitig, leicht zu transportieren und einfach zu benutzen. Wenn Sie Ihren Dutch Oven und das Zubehör haben, gehen Sie nach draußen in die Natur. Kochen Sie in Ihrem Kamin oder bauen Sie sich eine Dutch Oven-Feuerstelle direkt auf Ihrer Terrasse. Wie die Pioniere zu kochen, ist auch heute noch unschlagbar. Wie gesagt, Kochen am Lagerfeuer war nie besser und Kochen im gusseisernen Dutch Oven von Lodge war nie einfacher als heute. Wenn Sie in Ihrem Dutch Oven kochen, schaffen Sie mehr als nur eine großartige Mahlzeit. Sie schaffen Erinnerungen für ein ganzes Leben.